Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Hier sind einmal der Maximilian, also ich. Ja, und der Felix, grüß Gott, auch an meine Leute. Wir werden es nämlich vermutlich wieder auf beide Kanäle hochladen. Ja, so nichts schief geht, wäre das der Plan. Da hat So. nichts schief zu gehen. Jetzt sagen wir, steigen mal ein und rüsten die Loks auf und alles weitere währenddessen, oder? Restriktiver Modus aktiviert. Berlin Innen. Hauptbahnhof, Batterie S-Bahn aktiviert. U1. Lichter aktiviert. Ach ja, nur so nebenbei. Ich würde sagen, wir fahren bis Amstetten. Das ist ungefähr eine Stunde, gell? Machen wir. Top. Stromabnehmer gehoben. Nur damit wir beide das richtige Ziel einstellen. Federspeicher gelöst. Ja, warte mal, stimmt. Kopfschalter aktiviert. Fahrgastinformation. Bremse gelöst. Zugsicherung. Fahrgastinformation. Zugziel Wien-Meidling. Tullner Feld. St. Pölten Hauptbahnhof. Wie heißt das Ding? St. Pölten frei. Ah, da, ich hab's. Prinzersdorf. Brüchler. Yps an der Donau. Blindenmarkt. Amstetten. Zugkategorie. Vorortzug. Regionalzug. Intercity-Zug. Hochgeschwindigkeitszug. Er fällt unter Hochgeschwindigkeitszug. Ich hab eine Hochgeschwindigkeit genommen. Ja, passt. Informationen. Zugsicherung. PZB So, Zugart, obere Zugart. Aktivierte Sicherungssysteme. SIFA. PZB, LZB. PZB Zugart, also, obere Zugart. Fahrgastinformationen. Informationen. Obere Zugart. Bremsausfall. Klimaanlage aktiviert. Klimaanlage deaktiviert. 100. 250. SIFA. So, welche Sicherungssysteme? Zugbeeinflussung. Federspeicherbremse. So. AFB. SIFA Zwangsbremsung. Rotes Signal vor mir, was soll das? Nächstes Hauptsignal, grün in 14 Meter. Meins ist grün. Bremse, Drohschluse. Spannend. Höchstgeschwindigkeit, 230 km pro Stunde. Leistung, 6400 Kilowatt. Maximale wir Zugkraft, 300 kN. Druck in der Hauptluftleitung, 10 bar. Maximale okay, Passagieranzahl, 441. Ah, jetzt ist auch meins grün. Sandfüllstand, 86%. Nett. Zuglänge, 208 Meter. Zugewicht, 501 Tonnen. Die gerade einen Hörsturz von diesem hohen Pfeifen bekommen haben, ich übernehme dafür keine Haftung. Höchstgeschwindigkeit, 230 km pro Stunde. Zugewicht, und falls 501 Tonnen. Ich mal frage, warum wir so anders klingen, wir haben mal eine gewisse Windows-Funktion deaktiviert. Federspeicher gelöst. Auch bekannt als, wie heißt es? Signalverbesserung. Ja, genau, stimmt. Eine Verschlimmbesserung vorgesetzt. Ja. Weil, was daran 16 Uhr 55, wird, 10. Sich mir 16 nicht. Uhr 55, 0. Oh, damn, ich muss schon fahren. 0. 215. Bitte? Ich muss fahren. Türen geschlossen. Die Bremse ist bereits gelöst. Die oh. erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 80 km pro Stunde. Scheiß Federspeicherbremse. Nächstes Hauptsignal. Grün. Oh, Tür zu. So. Pause. Lautstärke der Sounds. Der Fahrschalter wird diese Zeit 90. Aus. Fortsetzen. So. Ich habe definitiv schon lange keinen Taurus 85 Motorräder mehr gefahren. Ja, ich habe bei mir gerade ein bisschen leise gedreht, musst du vielleicht auch. Nächstes Hauptsignal, grün 1238 Meter. Wie bitte? Ich habe es auf 90, Horst. Ich muss ein bisschen lauter wieder. Ich habe es auf 85. Ja, das wäre bei mir viel zu leise. 9. Ich noch mal 95. Außen. Oh ja, so ist besser. Nächstes Hauptsignal, grün. Hey, der beschleunigt aber doch ganz. Scheiße! Und die erste PZB-Zwangsbremsung. Was hast du denn gemacht? Innen. Vergessen mich zu befreien. Ach Mensch. Scheiße, Mensch. Und sie verbremst mich auch gleich dazu. Okay. Okay. Shit. Sagt man nicht. Aber. E? Wie schwer ist dein Zug eigentlich? Was hast du an Zugdaten? Zuglänge 253 Meter. Ja, Zuggewicht ich habe 208. 520 Tonnen. Ich habe 501. Ja, eben. Grün. Die 9 sind nämlich leichter. Höchstgeschwindigkeit 230. Ja, same. 6400 Kilowatt. Ja, genauso. Meine Zugkraft 300 Kilonewton. Ja, logisch. Und Sand ist halt variabel. Maximale Passagiereinzahl 540. Ja, da habe ich 440. Mein Eben Gott, in den neuen Wagen haben natürlich mehr Leute Platz. Mein Gott, ich krieg ja fast einen 380er voll. Ja. Ja, wir haben doch gar nicht gesagt, womit wir fahren, gell? Richtig.
Also, wir fahren auf der Westbahn, Hochgeschwindigkeitsstrecke in Österreich, auf der neuen Westbahn, um genau zu sein, von Wien Hauptbahnhof, wo wir jetzt beide weggefahren sind und schon mehr oder weniger weit entfernt sind. Nein. Wink, wink. In Richtung Salzburg. Schnabel! Wir fahren aber nur bis Amstetten. Das ist in ungefähr einer Stunde Fahrzeit. Und genau, ich fahre eine 1116, also ein Zweisystem-Taurus mit 7 Railjet-Wagen der ersten Generation. Und was fährst du? Ich fahre einen Taurus 3, also eine 1216, Schnabel Anna, mit 9 Railjet 2-Wagen. Genau. Die wurden jetzt in Dienst gestellt vor etwas über einem Monat, vor 6 Wochen oder so. Und wir haben sie in TWS natürlich mal direkt nachgebaut. Klar. So, ich muss für mein Ding bremsen. Ich noch nicht. Ich weiß, deswegen sage ich's. Aber ich glaube, da haben wir einen Moment Standzeit. Ich glaube, ich hole dich noch ein wieder. Schauen wir mal, ja. Es ist auf jeden Fall ein bisschen Standzeit in Meidling, ja. Ja, ich habe jetzt noch knapp 700 Meter. Ja. Scheiß Dreck, scheiß PZB. Ich kriege schon Schreck. Ich höre nur nächstes Signal und fange an zu bremsen. Ernsthaft? Ich habe mich ganz einfach verdrückt. Lass mich doch. Türen geöffnet. S-Bahn U6. Nächstes Hauptsignal, okay, der in 8 Meter. Verflucht langsam. Ich hoffe, das reicht. Restriktiver Modus aktiviert. 16 Uhr 59, 7. 17 Uhr 2, 0. Hallo? Na, okay, das passt. Hoffe ich. Sonst bremst doch mal mit I, ist ja auch wohl. Ja, doch, reicht. Reicht. Habe ich eigentlich die Lichter an? Lichter deaktiviert. Lichter aktiviert. Ach so, hatte ich eh, ja, okay, gut. Siehst du, ich nicht. Wow. Wir sind auch ein Team. So, jetzt stehe ich in Meidling. Ja, ich auch. Spiegel eingefahren. Eingeholt. Spiegel ausgefahren. Wink, wink, Hallöchen. Ich hab grad gehupt. Ich hupe mich jetzt an, ja? Hier, so. Sogar mit Doppelhorn. Ja. 0. 250. Ah, wie viele haben wir denn drin hier hinten? Wie viele Leute hast du denn, ja? 230. Ah, ein paar mehr als ich. Ich hab 215. Mein Gott, fährst du schlecht. Ach, du meine Güte. 17 Uhr 0, 11. Warum mach ich das? Was? Das? Wieso was hast du da? Geschwindigkeitsänderung auf 120 km pro Stunde in 156 Metern. Ich meine, was aufnehmen. Ja, so. Ich glaube, wegen einem Unterhaltungsprogramm für unser Publikum, oder? Ich glaube auch. Ja, was tun, wenn ich alles für die. Ja, aber wirklich. Aber in etwas über 150 Meter plus minus ein bisschen was gibt es eine Geschwindigkeitserhöhung auf 120. Das ist zumindest schon mal was. Wie viel ist denn die bei dir? Meter. Ja, stehst du genau einen Meter hinter mir. Fahr mal weg da! Eigentlich stehst du schon in meinem Zug, gell? Verdammt! Houston wäre mein Problem. Die werden dir nicht helfen auf der Seite der Erde. Das glaube ich auch nicht. Ah, ich habe mich beim Funk nicht angemeldet. 17.01 24. Hast du? Ja. Registrieren. GSM Zugnummer nur lesen Textfeld 742 Signal Codetextfeld 4224 Anmelden Schalter. Anmeldung erfolgreich. So, ich jetzt auch. Alter, wir sind Team hier wirklich. Mein Ventilator läuft auch top. Meinst du jetzt den vom PC oder den von der Lok? Beide. Ach so. Ja, meine Lok ist nämlich recht still. 17 Uhr 1, 48. Nee. Klimaanlage. Ah. So. 17 Uhr 1, 59. Türen geschlossen. Ab geht's. Sag die Tür zu. Nächstes Hauptsignal, grün in 5 Meter. Tür? Ich krieg meine Tür nicht zu. Was? Ich kriege meine. Doch jetzt.
Das war? Weiß nicht. Der hat mir aber die Tür nicht zugemacht. Spannend. Vielleicht hat dein PC irgendwie die Großschreibtaste nicht durchgegeben. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 120 km pro Stunde. So, ich habe jetzt schon 120. Ich muss nur schauen, dass ich mit dem ganzen Zug natürlich über dieses, an diesem Schild vorbeikomme. Ja, ich esse gleich jeden Moment, aber ich mache gar nicht den Zuglängenmesser. Ich bretter einfach drauf los. Ja, du darfst eh einfach weiter beschleunigen. Es geht sich eh so aus. Genau so ist es. Dass du die 80 erst überschreitest, wenn du längst vorbei bist. Naja, habe ich jetzt auch gerade die AfB höher gedreht. Ja. Nächstes Hauptsignal, Leute, grün. Ich weiß jetzt schon, wie einen Titel. TWS-Fahrt mit Hindernissen. Ich meine. Die Fahrgäste denken sich auch, haben die Zuschauer besoffen oder was? Ich kann eine Antwort geben. Also ich nicht. Ich auch nicht. Ich trinke nicht. Ich habe noch nicht. Erst nach Dienstende. Nein. Bevor du dann mit dem Auto heimfährst, gell? Bevor du mit dem Auto heimfährst, gell? Ja, natürlich, klar. 120. 101. Ja. Ja, das sind die paar Sekunden, die du später weggefahren bist und die. Was hat er? Die paar Sekunden, die du später weggefahren bist, ist der Unterschied. Ja, genau. Scheiße, das war irgendwer. Das ist jetzt zweimal grün gewesen, hätte er eine Tunnelansage, das ist ausgehebelt. Oh, oh. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 160 km pro Stunde. Shit! Eigentlich schlecht. Fällt mir gerade mal so auf. Was? Nächstes Hauptsignal. Ich habe das Problem jetzt. Ich hatte gerade ein Signal. Nächstes Hauptsignal zweimal und dann nächstes Hauptsignal und dann kam die Tunnelansage. Ah, okay. Interessant. Also vielleicht sollte man den Schlafmodus von den VDA einschalten wollen. Ich darf hier jetzt 160 fahren. Ja, ich bin gerade auch schon am Beschleunigen. Nächstes Hauptsignal. Wir hüpfen mal raus. Hey! Hallo, mein lieber Railjet. Und bye. Boah, jetzt wird es ja aber gerade laut. Sei gewarnt, es geht ein bisschen bergab. Nächstes gell? Hauptsignal. Grün. Ja, ich weiß, ich fahre mit der AfB. Innen. Ja, ich nicht. Ich fahre manuell. Weißt du eigentlich, dass manche Tauri so klingen, wenn nächstes die Leiter durch ist? Wir haben ja diesen Motor, der dann so langsam so höher ja, geht, genau. Gell? Dass manche Tauri so klingen, als hätten sie das doppelt. Hä? Meinst du im Original oder hier? Ja, ja. Im Original? Ja, soll ich dir sagen, woran das liegt? Fenster geöffnet. Fenster geschlossen. Es liegt einfach daran, nächstes Hauptsignal, grün. Wenn die Drehgestelle ein bisschen unterschiedlich viel Haftung haben an den Schienen, zum Beispiel weil es nass ist, dann laufen die Motoren unterschiedlich schnell. Ich finde, das klingt eigentlich total richtig cool. Ja, schon. Im TWS ist es schwer umzusetzen. So, in 5 Kilometer wird die LZB greifen. Hurra, ich freue mich. Geschwindigkeitsänderung auf 250 Kilometer pro Stunde in 4328 Metern. Stimmt, ja. LZB gesagt? Ne, LZB. LZB ist 68, passt schon. Passt schon, Moment. Nächstes Hauptsignal, grün. Bei mir ist es 4 irgendwas. Ja, du bist knapp einen Kilometer vor mir, das gefällt mir nicht. Hallo. Ich glaube, es ist nicht so viel, es sind nur ein paar hundert Meter, wenn überhaupt. Bleib doch mal hier stehen, meine. Ich habe jetzt 21,9 bis zum nächsten Halt. 8. 22, 4. 7. 3, 2. 6. 1. 5. 0. Jetzt. 4. Ja, okay. Jetzt. 500, 600 Meter, sowas in den Dreh. Bleib doch stehen, Heiler, nein. 95. Sonst trinke ich gleich Kings und Themen mit dem Manager hier. Oh. Ja. Ich habe irgendwo Score-Punkte verloren. Ich bin auf 95, warum auch immer. 95. Ich bin bei 75. Das war deine Zwangsache. Ich weiß, aber ich war eben auch bei 80 und jetzt bin ich wieder 5 runter und ich hatte keinen Fehler. Ich verstehe es auch nicht. Spannend. Ich schaue mir nachher meinen Driver Report an. Vielleicht ist hier noch irgendeine problematische Berechnung. Ja, ich Hauptsignal. Das ich meine, das Problem hatten wir ja letztens schon mal. Ja, genau. Ich habe dann vergessen, es mir anzuschauen. So, und ich bin aus dem Tunnel draußen.
ich noch nicht. Jetzt geht's gleich in den Wienerwaldtunnel. Und dann greift die LZB, beziehungsweise jetzt im Original das ETCS. So, jetzt bin ich auch raus. Ja. Wienerwaldtunnel. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 250 km pro Stunde. So. Und die LZB greift. Und jetzt gleich. Ja, vergesst nicht, du musst die AFB irgendwann runterwickeln auf 230, ne? Die stellt sich automatisch auf AFB 80. Meine stellt sich jetzt erstmal einfach auf 0. Achso, ja gut. 5 km pro Stunde, 50 km pro Stunde. Also, 100 km pro Stunde. Ja. 165 km pro Stunde. 230 km pro Stunde. So, meine AFB habe ich jetzt gerade beigebracht, dass ich auf 230 beschleunigen darf und nicht auf 250. Das hat der Zug nämlich nicht. Die Lokomotive könnte noch 100 mehr, aber. Ja, genau. So schnell fährt kein Personenzug. Doch, der TGV, aber lassen wir das. Geschwindigkeitsänderung auf 160 km pro Stunde in 47.186 Metern Fuß. AFB deaktiviert. Na, weißt du was? Ich fahr manuell. Ich fahr verbotenerweise ohne LZB. Sure. Frechheit! Ja, was? Ich mag das irgendwie manuell zu fahren. 17.08, 55, 17.16, 0. Außen, Zugende, Puffer, vor dem Zug. Ah, jetzt kann ich mal einen Tool nachhalten. Ja. 209. Bin auf 230. 213. Bin erst auf 213. Wow. Ja, meine ist von der Zugkraft im hohen Geschwindigkeitsbereich hier nicht so super wie deine, weil die 1216 2 Tonnen schwerer ist. Und das macht sich natürlich bei der Haftraffung bemerkbar. So, jetzt bin ich auch da. Jetzt war ich gut über eine Brücke. Echt? Klingt zumindest so. Ah. Oder was auch immer das gerade war. Wahrscheinlich ein Gleisbogen. Oder so. 17.10 Uhr, 8. 17 Uhr, 16. Ist das eine Weiche oder was? Ein Gleisbogen? Das ist einfach eine Kurve. Bei der Bahn gibt es ja keine Kurven, da gibt es nur Bögen. Also ein anderer Ausdruck dafür. Und wie weit hast du noch bis zur Station? C2? 9,5. Okay, ja, du hast mich überholt. Ja. Aber wir sind beide pünktlich dort, weil es, ja, wir haben noch 6 Minuten oder so. Wir müssen eh bald bremsen. Ja. Zu Hause gehen. Wie ist das Wetter bei dir? Nicht. Zumindest laut meinem Rechner, aber die Lokomotive sagt. Es hat minus 15 Grad Celsius, es ist Sonne. Die Höchsttemperatur beträgt minus 10 Grad Celsius, die Tiefsttemperatur beträgt minus 15 Grad Celsius. Die aktuelle Windgeschwindigkeit beträgt 6 km pro Stunde gegen die Fahrtrichtung. 34 km pro Stunde gegen die Fahrtrichtung. Ich habe 6 km Wind in Fahrtrichtung und fahre bei minus 15 Grad. Kalt! Deshalb heult meiner so wenig, das erklärt's. Was? Wie meinst du das? Bei mir die Lüfter laufen nicht wirklich viel. Also aktuell schon, weil ich gerade hochbeschleunigt habe, aber sie laufen verhältnismäßig wenig. Ja, eben, jetzt gehen sie auch schon wieder aus. Hast du ihm da eine wirkliche Berechnung reingeknallt, oder was? Ja, ja. Wow. Also beim Taurus habe ich es gemacht. Ja, ja. Bei den meisten anderen habe ich es nicht gemacht, weil man bei den wenigsten Fahrzeugen die Lüfter so extrem hört innen wie beim Taurus. Also die Cityjets zum Beispiel, die haben ja auch welche, aber die hörst du von innen kaum, die hörst du nur von außen. Uff, Scheiße, ich glaube, das Bremsmanöver war ein ganz klein wenig spät eingeleitet, aber ich hoffe, das passt noch. Ja, du musst schon bremsen. Ja, ja. Ich noch nicht. Ich bin bei 3.0. Achso, ich bin nur 3.7. Ja, ich habe jetzt bei 3,5 begonnen zu bremsen. Langsam ein Viertel Rückwärtstunnel.
Ja, genau, jetzt laufen die Lüfter natürlich wieder an, weil ich einige Sekunden schon bremse. Mit voller Bremsleistung, sehr klar. Klar. Okay, ja, bei mir zumindest geht sich das gut aus. Ich hoffe. Ich hatte den Finger schon auf dem I, aber müsste reichen. Ich glaube, ich bin eher zu langsam sogar fast. Wie viele Meter hast du? 100 und 700 irgendwas. Ich habe 60 und 200 Meter. Als 130. Das passt sogar. Man sagt prinzipiell 60 am Bahnsteig anfangen. Bahnsteig. Ja, so lange wie der Zug. Boah. Ja, ich bin zu langsam. Ich habe 45 und 200, nach 40 und 200 sogar noch. Ja, ich bin zu langsam. Brems! Scheiße! Ich hab mich verdrückt. Durchgefahren? Ja. Tja, Felix. Ich wollte die Siefer bestätigen, bin aber auf Tab gekommen und er hat natürlich wieder hochbeschleunigt. Aber. Ich weiß auch nicht, was du machst. Ich habe keine Abfahrtsinformationen mehr. Er sagt mir jetzt schon wieder 17.30 Uhr. 17.14 Uhr, 26. 17.16 Uhr, 0. Bist du jetzt stehen geblieben? Ja, ich stehe. Ja, planmäßige Abfahrt ist um 17.16 Uhr. Okay. Ungefähr anderthalb Minuten. Dann unterhalte du mal gerade unsere Fahrgäste. Ich lasse ihnen mal gerade hier so meinen Log so ein bisschen zu hören. Ich würde nämlich bei ihm das WC aufsuchen. Du darfst unsere Gäste ein wenig unterhalten. Ja, okay. Anderthalb Minuten hast du. Ja, das werde ich schaffen. Sagt er und kommt jetzt sicher zu spät. Schnauze! Jetzt ist es nur noch eine Minute. Ja, schauen wir mal, wenn er wieder da ist. Nur so nebenbei für alle, die dem Felix zuhören. Ich bin natürlich stehen geblieben, gell? Also es ging sich aus. Ich war tendenziell eher zu langsam. Wir werden wieder unsere Videos verlinken, natürlich. Beziehungsweise vielleicht verlinken wir einfach unsere Kanäle dieses Mal. Schauen wir mal. Ihr könnt es dann natürlich... Also ich bitte euch sogar darum, dass ihr beide Videos von uns anschaut, weil es sind verschiedene Loks auf der gleichen Strecke. Und ich meine, beim Felix gibt es auch Zwangsbremsungen zu hören. Die kommen bei mir zwar wahrscheinlich auch noch, aber bisher zum Glück mal nicht. Schauen wir mal. Wahrscheinlich kommt noch irgendwann eine. Geschwindigkeitsänderung auf 160 km pro Stunde in 30.190 Metern voraus. Okay. Kurz vor St. Pölten kommt dann eine 160er Begrenzung. Das ist gut zu wissen. 30.633 Meter. Ja, der betrifft uns aber herzlich wenig. Weil 17.15 Uhr, 57. Also, jo. Türen geschlossen. Bremsen. Jo, bei mir geht's jetzt weiter. Ich glaube, der Felix ist jetzt auch wieder da. Ja, er ist auch wieder da. Genau. Ich sag doch, ich schaff das. Ja, ich bin schon am Weg. Ich bin schon am Weg. 20. Ja, ich hab noch 4 Sekunden. 25. 16 nach, sagst du, gell? Mhm. Jetzt. Und mir springt wieder der Fahrschalter raus. Scheiße. Score bei 70, klar. 90. Meiner ist bei 90, aus irgendeinem Grund. Ja, er fällt weiter bei dir, gell? Ja. TWS-Fahrt mit Hindernissen. Wie bitte? TWS-Fahrt mit Hindernissen. Ja, voll. Ich habe übrigens gerade schon gesagt, Sie sollen sich beide Videos von uns anschauen, gell? Wie viele Stationen haben wir noch? Zwei, gell? Zwei, ja. Die letzte von denen ist recht lang. Wie lang? 25 Minuten oder so. Ja. 17.30 Uhr, 0. Genau, da ist jetzt Abfahrt um 30. Das geht sich auch gut aus. Cool.
450 Meter vor St. Pölten ungefähr ist ein 160er, gell? Der betrifft uns recht wenig, weil da sind wir sowieso schon drunter. Ich wollte gerade sagen, da war eben schon abgebremst. Nur damit du es weißt. Ja, ich habe schon gesehen. Und nach St. Pölten will ich mir nur mit 80 rausfahren, weil da kommt recht bald ein 80er tatsächlich. Ja, ich weiß, ich kenn's. Ja, ich kenn's vom Original, also. Ja. Wenn ich dich besuche, müssen wir das Teil auch fahren. Ja, sowieso. Das wird teuer von den Zugtickets. Na. Also solange du einen Behindertenpass hast, ist es ganz okay. Ich habe meinen Schwerbehindertenausweis. Ja, genau, den meine ich. Kannst du mit dem eigentlich auch Railjet fahren? Ja, du musst natürlich trotzdem ein Ticket kaufen, aber ja, kannst du. Ja, gut. Und Tickets werden dann eben eine Sorge. Ich würde einfach für uns beide eins kaufen und das war's. Okay. Können wir ja im Sommer mal überlegen. Ja, genau. Vor meiner USA-Reise. Fährst du? Ende August, Anfang September. Ja gut, ich darf am 24. schon wieder arbeiten. Ich darf Ende September mit dem Studium beginnen. Da fahre ich zu dir eine Woche nach Österreich, dann geht es darum in die Heimat und dann geht es noch jemand anders und dann haben wir die Ferien durch. Mhm. Stimmt, ja. Na, wäre nett, wenn es sich ausgeht. Können wir uns ja mal ausmachen die nächsten Tage. Ich wollte gerade sagen, das können wir mal planen, weil das wäre wirklich super, wenn das klappt. Ja. Was willst du denn alles fahren bei uns? Nice wäre es natürlich, wenn sich das ausgeht, was du mal gemacht hast. Also hier, dass ich mir die Loks anschauen kann. Ja, klar. Atzenburger Tunnel. Kann man auf jeden Fall fragen. Aber so von den Strecken her, was willst du fahren? Gute Frage. Was würdest du hier, Dings, Himmelstreppe auf jeden Fall mal. Ja, okay, damit haben wir den Ranger sowieso. Naja, von hier nach St. Pölten, also von meiner Heimat nach St. Pölten, jetzt sagen wir mit dem Zug nach Wien und dann mit dem Railjet nach St. Pölten. Das ist Wegrad fahren. Ja gut. Was hättest du denn noch, was wir fahren können? Ja, es gibt die alten S-Bahnen, würde ich auch mal machen. Mhm. Einfach so. Ja, aber die passieren eh mehr oder weniger nebenbei. Dann sollten wir das aber bald mal planen, weil, die Tickets noch günstiger, zumindest für mich für die Anreise. Stimmt, ja. Ja, na, überlegen wir uns das mal. Also. Wobei, weißt du, was ich mache? Ich habe genug Bahnstatus. Ich kann das Schöne, ich kann ja das Ticket direkt über den DB-Navigator kaufen. Ist ja EU, das ist ja das Schöne an der Geschichte. Klar. Ja, das ist super, das stimmt. Ich habe genug Bahnbonuspunkte. Ich glaube, Hinfahrt mache ich bei dir in der ersten Klasse. Nett. Ja, wenn wir zwei irgendwo hinfahren, dann fahren wir nur zweite, gell? Ja, klar. Einfach deutlich billiger. Ich fahre normalerweise auch immer zweite, aber ich habe einige Bahnbonuspunkte. Klar, die kann man für sowas einlösen, ja. Und man fährt nach Österreich die ganze Zeit lang. Mhm. Ja, du, wenn... Wenn ich von Frankfurt nach Wien fahren würde, dann würde ich auch in der ersten fahren, weil vom ICET kriege ich sonst Hinternschmerzen. Und Rückenschmerzen. Und Nackenschmerzen. Und überhaupt alles. Das Schöne ist ja, ab München würde ich ja dann Railjet fahren, theoretisch. Ja, sowieso. Also außer du nimmst eine der wenigen Verbindungen, die einen IC haben. Aber ich glaube, die gibt es im DWZ gar nicht. Was finde ich damit? Das wären alte Stadler-Kies-Triebwagen von der Westbahn. Welche? Stadler-Doppelstock. Die dann die Railjets ziehen, oder was? Na, wenn du eine IC-Verbindung hättest. Ach, IC? Mhm. Ach so. Ja, aber da gibt es nur eine am Tag. Eine pro Tag und Richtung. Und na, ich weiß gar nicht, ob die über München fährt. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Muss mal gucken. Nee, aber lass uns das mal planen, weil dann kann ich auch mal gucken, ob ich vielleicht eine Woche früher Urlaub nehmen, weil ich habe ja noch genug Urlaubstage, die ich nehmen könnte. Mhm. Lass uns das in den nächsten Tagen mal machen, das wäre dann im Juli. Ja. Überlegen wir uns mal, ja. Wie bitte? Stierschweifeldtunnel? Ja, in dem bin ich auch gerade drin. Nee, aber lass uns das wirklich mal...
Bleib mal akkurat bleiben, weil wir haben uns ja immer mal wieder mal angesprochen. Ja, genau. Gut, das wäre dann das zweite Mal innerhalb von einem Jahr in Österreich. Rekord, aber passt. Doch wurscht. Und was wir dann auf jeden Fall machen müssen, ist einmal, wie gesagt, der Kuchen. Gut, Rückfahrt. Ich mache momentan nur Bahnhofspunkte so viele, dass ich eine einfache Fahrt dort buchen kann in der ersten. So, Rückfahrt muss ich dann vermutlich zweite Klasse machen. Aber. Ja, hängt davon ab, was für Sparschiene-Angebote es gibt von der ÖBB. Wie meinst du? Das ist dann über die ÖBB buche, die Rückfahrt, oder was? Ja, die haben teilweise Sparschiene-Angebote und die gibt es manchmal auch in der ersten. Okay. Nicht oft, aber manchmal. Müssten wir dann gucken, weil ich muss dann auch gucken mit der Umstiegshilfe und Sitzplatzreservierung, ne? Ja. Das machen wir dann zusammen. Umstiegshilfe bräuchst du aber nur in München, gell? Weil Wien, ja. Wien mache ich das. Und Stuttgart. Ja, okay, gut. Aber Wien müsstest du mir halt sagen, mit welchem Zug du ankommst und in welchem Wagen du bist. Ich teile dir einfach meine Verbindung, dann haust du dir den DB-Navigator rein, dann kriegst du eh alle Benachrichtigungen. Ja, das sowieso. Das würde ich in Scotty dann auch machen, weil in Österreich ist Scotty teilweise besser. Das große Problem ist ganz einfach. Die haben in den DB-Navigator mittlerweile einen Taschenwärmer integriert. Ja, was? Nennt sich Verspätungsalarm. Okay. Aber der geht dauernd los, oder? Ja, geht. Wenn ich unterwegs bin, ja. Ja, DB halt, was soll man sagen? Das Problem ist, ich habe auch meine SBB hier drin. SBB. Nee. Schweizerische Bundesbahn, wirklich? Nee, ich krieg's gerade nicht zusammen. SSB, jetzt habe ich drin. Und die Stuttgarter Verkehrsbetriebe, oder? Ja. Und wenn wir da auf irgendwelchen Linien, die ich halt fahre, also U2, U4 und den 40er, Probleme kriegen, naja, bimmelt er halt auch. Ach, das war auch mal schön, sowas von der SSB nachzubauen. Ja, könnte man auch machen. Sounds kannst du ja aufnehmen, gell? Na, aber definitiv du. Ja, du, ich nehme auch mit dem Handy auf. Was hast du denn für ein iPhone? Das 15 Pro habe ich hier. Ja, okay, dann hast du ein geniales Mikro. Ja. Aber meistens ist es halt so voll in den U-Bahnen, dass du halt überhaupt nichts hörst. Dann musst du mal am Wochenende zu einer Zeit fahren, wo nichts los ist. Stop. Du wirst gleich die Bremsaufforderung kriegen. Hab schon, jetzt gerade. Ja. Das Problem ist halt in dem Moment, wo ich anfangen sollte zu bremsen, wieder anfangen zu beschleunigen, sodass man 10-mal klick, klick, klick runter machen musste. Ja, deswegen schalte ich die AFB immer 5 Kilometer vor der Station aus, wenn ich so schnell fahre. Geschwindigkeitsbegrenzung von 160 Kilometer pro Stunde in 2000 Metern vor uns. Geschwindigkeitsbegrenzung. Nur so als Tipp. Geschwindigkeit. Okay, die 160 kriege ich schon. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich bin ja schon unter den 160 und hab noch. Ja, ich jetzt auch. Geschwindigkeitsbegrenzung von 160 km pro Stunde. So, ich drehe dich jetzt vorsichtshalber runter, nicht, dass mir das nochmal so geht, dass ich mich beheben, weil das war nämlich genau das Problem, sonst wäre ich nämlich zum Stehen gekommen. Ja. Geschwindigkeitsbegrenzung. Das bin ich nochmal. Du kannst ja auch mit der AFB starten, gell? Du kannst doch einfach die AFB anlassen und sie runterdrehen. Ja, gut, das mache ich jetzt, glaube ich, auch sogar. Wir haben es da genauso. Geschwindigkeitsbegrenzung. Nee, aber lass uns das mal wirklich vielleicht nachher nach der Aufnahme mal in Angriff nehmen, dass wir mal gucken können. Ja, zumindest Ideen, was du machen willst, wie viele Tage wir brauchen, dann kann ich das ja alles organisieren, ne? Ja. Jetzt hat sich die LZB gerade abgeschaltet. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 160 km/h. Ja, genau, bei mir ist die LZB auch gerade ausgegangen. Ja, meiner bremst einfach viel stärker. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km pro Stunde in 1800 Metern voraus. Ich muss mit E bremsen, sonst reicht das nicht. Das reicht auch so nicht. Was war das denn? Ich bin schon wieder drüber. Wow. Ich habe Probleme mit meiner Bremse hier. Ganz offensichtlich. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km pro Stunde in 1600 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal. Ich habe sogar den Sandstreuer eingesetzt zum Bremsen, doch hat auch nichts gebracht. Wie böse ist es denn? Wieso? Türen geöffnet. Na, wie viel hast du zur nächsten Station? 61,020. Dann bist du um 10 Meter oder so drüber gefahren. Ich habe 0,30 und stehe noch gut drin.
Nächstes Hauptsignal, grün in 9 Meter. Restriktiven Modus aktiviert. Weiß nicht, ob ich das veröffentlichen will. Bleibt eh keine andere Wahl, ich veröffentliche meins. 17:27 Uhr, okay. 27. Okay, na, du bist sogar nur um 5 Meter drüber gefahren, habe ich gerade festgestellt. Ich habe geschaut, wo das Signal steht in Relation zu mir. 0:77 Uhr. Scheiße, ey, was soll das denn, ey? Ich würde dich ja fragen, wie viele Leute du im Zug hast, aber es sind noch so viel wie vorher wahrscheinlich. Die sind ziemlich sauber. 85. Bei mir ist das Score auf 85 weiter? Gefallen, warum auch immer. Mein Score ist auf 85 gefallen, warum auch immer. Fürs richtig stehen bleiben, oder was? Wann geht's denn weiter? 30. 30, okay. Nee, aber das können wir ja wirklich dann nachher mal in Angriff nehmen, dass wir das organisieren. Ja. So ein bisschen. Voll. Genau. Solange du dann nicht arbeiten musst, wobei du sagtest ja, du kannst irgendwie jemanden mal mitnehmen, gell? Ich kann bei uns essen gehen und wen mitnehmen dafür, ja? Das sagtest du ja mal. Das geht natürlich auch noch, wenn ich gerade nicht arbeiten muss. Ja, aber klar. Wenn wir das jetzt fixieren für den Juli, dann sage ich einfach, ich will an den Tagen nicht arbeiten und das war's. Dann lass uns das nachher mal machen, dass wir das so ein bisschen... Ja. Dann kann ich mal gucken, ob ich vielleicht eine Woche vorher sogar schon Urlaub nehme. Ja, und du, mit welchen Fahrzeugen willst du auf jeden Fall fahren? Ja, den Taurus auf jeden Fall. Also ein Railjet oder sowas? Ja. Ja. Der Dings wäre witzig, der hier, L44er. Muss ich schauen, ob es da noch Umläufe gibt, die von denen befördert werden hier in der Gegend. Gibt's fast keine. Okay. Ja, und die Herkules wäre was. Herkules-Umläufe gibt's, ja. Ja. Da weiß ich sogar ein paar. Da gibt's auch welche mit den Inlandsreisezugwagen direkt hinter der Lok. Das sind die, wo man die Fenster aufmachen kann. Da hört man dann richtig viel. Und man hat sogar den Diesel in der Nase. Nett. In dem Fall dann schon, oder? Aber glaub mir, wenn du in die Arbeit fährst und du sitzt eigentlich im schönen Gewand da und dann ist das Fenster offen und du kriegst die Dieselfahne ab, das ist nicht so cool. Ja, das glaube ich sofort. Ist mir noch lange nicht mehr passiert, dass ich über 2 Stationen direkt so. Mhm. Amstetten muss dann einfach. Ich würde einfach davor mal mit I bremsen in Amstetten, gell? Damit es sich auf jeden Fall ausgeht. So, bei mir geht's weiter. Noch 15 Sekunden. Ja. Geschwindigkeitsänderung auf 80 km pro Stunde in 1545 Metern Voraus. Ich würde nicht über 100 raus beschleunigen, weil in 1,5 Kilometer kommen 80er, gell? Ich hab's schon gesehen. Ja, denke ich mir. Und es gilt wieder PZB. Oh Gott. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km pro Stunde in 1400 Metern Voraus. Achso, ich wollte gerade sagen, wieso kriege ich keine Abfahrtsmeldung? Ja, steht rüber. AFB aktiviert. AFB deaktiviert. Leute, ist das peinlich. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km pro Stunde in 1200 Metern Voraus. Wir können auch, ich habe da ja mal von diesem kleinen Triebwagen hier das aufgenommen, gell? Mhm. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km pro Stunde in 1000 Metern Voraus. Ja. Den können wir auch fahren. Ja. Oder auch mit den nächstes neueren Hauptsignal, von denen. Grün. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km pro Stunde in 800 Metern Voraus. Was Diesel betrifft, haben wir hier sehr viel. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km pro Stunde in 600 Metern Voraus. Zur Not hätte ich jetzt einfach gesagt, hin fahre ich Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km pro Stunde in 400 Metern Voraus. Und zurück fliege ich. Klar, geht auch. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km pro Stunde in 200 Metern. Nächstes Hauptsignal. Eisberg, wie bitte? Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 80 km pro Stunde. Ah, wahrscheinlich nicht. Ja, Dortmund dann vermutlich eher. Nächstes Hauptsignal, grün. Ja, was ist denn sonst bei dir in der Nähe in Potsdam? Ja, Dortmund, Düsseldorf, Köln. Düsseldorf gibt's. Düsseldorf gibt's, ja, da fahre ich dann aber auch wieder eine ganze Weile. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 160 km pro Stunde. So, ich darf jetzt gleich wieder 160 fahren. Na, ich bin jetzt gerade im Eisbergbogentunnel. Ja. Ich darf hochbeschleunigen.
300 Meter. Ja. Nächstes Hauptsignal, grün. Jetzt. Du willst in Wien auch ein bisschen U-Bahn und Straßenbahn fahren wollen, oder? Das hätte was. Und ganz ein bisschen Bus. Ja, ein bisschen. Denke ich mal. Die sind ja schon ähnlich wie bei uns, denke ich. Was habt ihr an Bussen? Gute Frage. Dürfte aber ein Mercedes sein. Citarus? Naja. Haben wir auch. Straßenbahn ist halt anders. Das Schöne ist, wenn du vorne sitzt, du hörst nichts in diesen Bussen. Zumindest wenn es ein Gelenkbus ist. Wenn es ein Gelenkbus ist, nichts. Ja, ich weiß, Motor. Ich weiß. Ich finde das so super. Es ist bei uns eh auch so. Eine Citaro-Gelenkbusse sind sehr ruhig, ja. Ich finde das klasse. Vor allem die C2. Ich hätte so gesagt, 5 Tage oder eine Woche, oder? Ja, wahrscheinlich. Also es lohnt sich die Anreise gerade. Ja. Wir haben bei uns in Wien tatsächlich, also die Citaros gibt es ja mit großen und kleinen Motoren. Und wir haben bei den kleinen Bussen zumindest tatsächlich beides. Also okay. Da kann man den direkten Vergleich machen. Nett. Das sind die Linien, wo ich früher gewohnt habe. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 200 km pro Stunde. 4A und 80A. AFB aktiviert. 80A, ging ja immer nur geradeaus quasi. AFB deaktiviert. TBS früher, als es ihn gab, ja. Er fährt schon ein bisschen anders im Original. Oh, ja, und was es auch Cooles gibt in Wien, im Prater gibt es eine Schmalspureisenbahn. Oh. Ja, tatsächlich. Die Lilliputbahn. Die betreiben teilweise sogar Dampfloks, also aktuell ist keine betriebsfähig, es ist im Sommer vielleicht dann anders. Da kann man dann natürlich sonst auch mal hinfahren. Naja, wir haben hier in Stuttgart eine Zahnradbahn. Ich weiß, die Zacke. Hm? Die Zacke. Ja, da gehst du, die startet vom Marienplatz aus. Ja, aber so besonders gut in Sachen benennen sind sie ja nicht, oder? Wieso? Ich meine, Zacke. Schwaben, die müssen sparen, wo sie müssen. Sorry, falls ein Schwabe zuhört, ich bin zugereister Schwabe, ich darf das. Nicht. Hey! Ey, ich wurde in Bad Cannstatt geboren, also. Ach ja, auch in Stuttgart. No. Ich habe dort nicht besonders lang gelebt, ich wurde dort nur geboren. Ich bin Schwäbisch Beibring. Ja, lass mal. Hä? Hab's nicht so mit Dialekten. Scheiße! Was denn? Was mach ich hier, ey, Leute? Was ist? Ich frag mich, wieso fängt er an zu piepen? Ja. Nee. Ich hab auf 230 die AFB hochgedreht, weil ich dachte, der hätte sich vertan. Nee. Das war erst der 200er. Ja? Geschwindigkeitsänderung auf 250 km pro Stunde in 30.427 Metern Führung. 230er kommt erst 20 km vor dem Städten. Leute, Leute! Außen, Zugende, Hofer, vor dem Zug. Ich sag euch nochmal, ich hab nicht gesoffen. Sicher? Ja! 199. Innen. Ja, weißt du, wenn man 24 Stunden wach ist, ist die Reaktionszeit ungefähr so, wie wenn man 0,6 Promille Alkohol im Blut hat. Aua. Also vielleicht hast du einfach zu wenig geschlafen. Vielleicht, ich habe letzte Nacht auch sehr schlecht geschlafen. Ich auch, ich glaube, es war Vollmond tatsächlich. 196. Hallo Remus Supreme. Weil ich muss ja ehrlich sagen, ich glaube nicht an solche Sachen, aber... Es kann schon sein, dass es einen Zusammenhang gibt, weil warum nicht? Ich meine, wie sagen die Rettungsdienste so schön, bei Vollmond, da drehen sie alle durch. Es ist eh so. Es ist eh so. Na, ich bin mir auch sicher, dass der Mond die Natur irgendwie beeinflusst. Also abgesehen von Ebbe und Flut natürlich. Ja, klar. Ich meine, yo.
glaube, wir können uns auch mal so ein bisschen den Tag deiner Gartenbahn widmen, gell? Ja, ja, definitiv. Bis dahin fährt dann die 66er vielleicht auch. Wenn das Wetter mitspielt? Im Juli. Wir haben sie im Juli eher zu warm. Naja, ich sag mal so, im Juli hatten wir hier in NRW vor 2 Jahren unsere Überflutung. Ja, ich weiß. Überflutungsgefahr besteht bei uns nicht. Ja, bei uns momentan schon wieder. Ja. Bei uns ist ja das komplette Saarland abgesunken. Ich hab schon wieder gelesen, ja. Nicht schön. Nein. Wenn ich froh bin, wir das Video durchhaben. Ist dir dein Fahrverhalten peinlich? Ja! Ernsthaft? Du weißt schon, wie du früher drauf warst. Beim Fahren. PZB. Aber hier Geschwindigkeit, Restriktion. Also, eins müssen wir hoffen. Erstens, Fahrgäste fordern keine Entschädigung ein. Zweitens, der Fahrtschreiber wird nicht ausgelesen. Und wenn, dann bitte erst in 10 Tagen, dann ist nämlich auf jeden Fall weg. Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, wie lange die modernen Fahrtenschreiber halten. Die halten nämlich, glaube ich, sogar relativ lange. Ein paar Tage auf jeden Fall. Fenster geöffnet. Fenster geschlossen. Das gefällt mir nicht. Wie du fährst? Ja. Dann fahr anders. 17.39 Uhr, 4. Danke. Gerne. 17.55 Uhr, 0. So. 15 Minuten für 38 Kilometer bei 200 km/h und mehr. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Melkertunnel. Ja, bei mir ungefähr genauso. Ja, müsste ziemlich ähnlich sein. Ich bin schon in Melk. Die Beschreibung darfst du gleich schreiben, gell? Die Beschreibung? Ja, da schreibe ich einfach irgendwas rein. Nee, aber ich denke, das wird lustig. Ja, das glaube ich auch. Ja! Die Westbahn könnten wir eigentlich auch als Mod hochladen. Oder ich. Eigentlich ja, gell? So als Highspeed-Strecke. Schon. So mache, wie ich meinen Urlaub geplant habe, müsste ich von dir aus nicht mal nach Dings, bis zu mir nach Hause kommen, sondern noch viel weiter. Hä, wieso? Bis nach Bremen. Ich wollte noch eine Bekannte besuchen. Wow, ja, wow, gut, okay. Da könnte ich aber wirklich besser fliegen. Ja, kannst Hamburg fliegen und dann fahren, oder? Eigentlich fast ja. Ja. Ich dich dort am Flughafen nur wirklich nur Umstiegshilfe, glaube ich. Jo. Aber das gibt's ja tatsächlich. Es gibt's, ja. Ich nehme das Ende Juni in Anspruch. Mhm. Voraussichtlich. Ende Juni? Ja, wenn ich aus Deutschland retour flieg. Ach ja, stimmt, da war was. Genau. Bin ja in Frankfurt bei meinen Großeltern. Stimmt. Also am Main, nicht an der Oder. Naja, also hier relativ bei mir in der Nähe tatsächlich. Naja. 90 Minuten mit dem ICE, mit dem 518er. Na ja, gut, das stimmt, ja. Das stimmt. So, 30,5. 29,9. Jetzt haben wir so viele Stunden hier vor der Nase weg. Naja, ich bin ja ein bisschen vor dir abgefahren. Naja. Aber hey, du hast zumindest bei der ersten Station richtig angehalten. Danke. Ist das schon mal was? Ja. Das ist mir ewig nicht mehr passiert.
Mir auch nicht tatsächlich. Wahrscheinlich passiert es mir jetzt nur Städten. Nee, ich glaube nicht. So dämlich bin nur ich heute. Ja, man muss halt auch dazu sagen, ich bin, glaube ich, immer noch mehr gefahren als du in Summe und habe seit demnach mehr Gefühl. Siehste. Ich auch schon relativ viel fahre. Ja, voll. So, dann haben wir es eine ganz gute Idee, dir diese E-Mail zu schreiben. Schon, ja. Das sieht ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre aus. Vier Jahre ja. Oder so. Ja, ja, von 2019 auf 2020, glaube ich. Oder von 2021 auf 2022, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, als die E-Mail kam, oh schön, ein bisschen Unterhaltungsprogramm während der Schule. Okay, jetzt ernsthaft. Ja. Ich glaube, es war vor 4 Jahren und ein bisschen was. 4,5 Jahre, sowas. Siegendartunnel. Da sieht man mal, wie lange es dieses Projekt schon gibt. Und dabei ist noch Tram sind mit den Sounds, die alles Mögliche pausiert haben und immer genervt haben. Und den Bussen, die nicht funktioniert haben. Und den Straßenbahnen, die scheiß Sounds haben. Nach wie vor. Ja, ja. Stimmt, die Sounds, wenn da irgendwas kam, ist dann immer alles abgebrochen. Ja. Und das war damals schon super. Und dann kam irgendwann, ja, vielleicht da mit den Sounds. Und dann habe ich gedacht, warum habe ich das nicht gemacht? Ja. Gab es ja auch noch Trains, zumindest auf der Platte bei dir. Mhm. Habe ich eh immer noch. Ich bin damit nie so ganz zurechtgekommen. Grundidee war die gleiche wie TWS jetzt auch, aber. Ich habe halt nie feststellen können, wann ich anhalten muss und wann ich fahren muss und überhaupt. Ja, eben, das konnte es nämlich nicht. Also. Ja, damals konnte ich auch noch nicht wirklich programmieren. Sounds und Berechnungen verstanden und damit habe ich das ganze Programm aufgebaut. Nee. 2540 Meter geht's schon noch 250. Jetzt, Herr Keller, jetzt! Mir geht's auch gleich hoch. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 250 km pro Stunde. Jetzt. Ich darf jetzt auch anziehen. Macht er bei mir gerade automatisch? Ja. Ja, ich fahre ja manuell. Ja, ja, ich weiß. Vielleicht bin ich deshalb ein bisschen weiter vorne, weil ich früher wieder beschleunige, als der AFB das tut. Zugende Puffer vor dem Zug. Ich hätte damals übrigens bei deiner Stimme, als ich dich so das erste Mal gehört habe, nie auf das Alter eingeschätzt, bist du damals, war ich doch was 16, 9 oder 17, ich weiß gar nicht. Ich bin jetzt 19. Ja, 16 oder 15 muss ich damals gewesen sein. Ja, hätte ich gesagt, nie. Ja, ich weiß. Da war ich 17, glaube ich. Müsstest du. Wir sind 2 Jahre auseinander. Ja. Merkt man nicht. Also nee. Definitiv nicht. Sowas war nicht, nein. Na, aber sonst hätte es TWS wahrscheinlich nie gegeben, tatsächlich. Wie meinst du? Nein, ganz viele von den Ideen, die ich ja umgesetzt habe, kamen im Endeffekt von dir. Ja, ja, ich weiß. Gerade am Anfang. Also TWS, so wie es heute ist, wird es uns nicht geben. Ich sag ja. Unser Projekt war ja eigentlich ja deins, aber ne? Ja, eh, mittlerweile voll. Also gerade seit wir Mods bauen, weil da machen wir echt viel gemeinsam. Ja, das stimmt. Also der Northeast Corridor ist ja auf unser beider Mist gewachsen. Ja, das war auch eine ganze Menge Tipparbeit. Mhm. Aber nichts im Vergleich zur Südbahn damals.
Na gut, ich weiß nicht, ob ich, naja, ich sag mal so, so oft schon STRG-C und STRG-V benutzt habe wie an diesem Tag. Ja, jetzt weißt du, warum ich mich damals so gewehrt habe, alle Routen aus TWS als Mods zu exportieren. Ja. Gesundheit. Ich habe übrigens jetzt schon mal geguckt, meine Krankenkassenkarte ist EU-tauglich. Das heißt, passiert in Österreich irgendwas, Krankenkassenkarte gilt. Das ist schon mal gut. Es hätte mich aber eh gewundert, wenn es nicht so wäre. Ich meine, du könntest mir jetzt sagen, es hat nichts zu passieren. Das würde ich mir wünschen, aber ich kann es halt nicht steuern, ne? Eben, deswegen sage ich auch nichts. Ich weiß eh selber, wie das ist. Man kann sowas nicht kontrollieren. Was genau? Nein, generell, so Sachen kann man ja nicht kontrollieren, wenn sowas passiert. Richtig. Also. Ich kann da nur versuchen, irgendwie ruhiger zu werden, irgendwie wieder Luft zu bekommen, aber wenn er dann komplett zumacht, muss ich dir dann Signal geben, dass du mir die Rettung rufst. Ja, sowieso. Welche Nummer ist denn das bei euch? 144. Na gut. Ich glaube, bei 112 werde ich bei euch nicht weit kommen. Das ist der Euronotruf. Ach so. Natürlich funktioniert der. Die funktioniert in der ganzen EU. Ja, das Witzige, ich weiß ja gar nicht, wo die Zentralleitstelle ist. Als ich letztens von meinem Handy aus die 112 angerufen habe, kam dann zuerst die Rückfrage, in welcher Stadt ist der Notruf? Ja eben, der funktioniert nämlich in ganz Europa. Ich frage mich ja, wo da die Zentrale sitzt, wenn du aus Deutschland aus anrufst. Keine Ahnung, gibt es sicher mehrere. So, ich habe jetzt die AfB mal abgedreht. Gute Idee. Ich habe noch 4-7. 4-2. Ja, du bist ein bisschen vor mir. Du hast früher beschleunigt als ich. Brems mal. Jetzt. Ich bin jetzt dabei. Ich lasse ihn direkt auf 0 runtergehen. Ja, ich habe jetzt auch schon begonnen. Ich habe jetzt 1-7. Und 194. 1,7 und 194? Die sind ein bisschen schnell. Geschwindigkeitsbegrenzung von 200 km pro Stunde in 2003 und 190 habe ich. Geschwindigkeitsbegrenzung von 200 km pro Stunde in 1800. Ne, ich glaube, ich habe mich aber auch verlesen. Jetzt bin ich nämlich bei 1,7 und 140. Geschwindigkeitsbegrenzung von 200 km pro Stunde in 1400 Metern voraus. Ja, okay, das ist besser. Geschwindigkeitsbegrenzung von 200 km pro Stunde in 1200 Metern voraus. Ich habe auch 1,7 und 150. Ich weiß nicht, was Geschwindigkeitsbegrenzung von. Na, das passt schon. Das passt schon. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Geschwindigkeitsbegrenzung von 2. Egal. Geschwindigkeitsbegrenzung von 285. Entweder ja, ich muss mich aufs Abbremsen konzentrieren. Mhm. Was willst du denn von dir? Geschwindigkeitsbegrenzung von. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung vor die Nase knallen. Ja. Mach meiner auch, den 200er, der dann hinter der Station ist. Ja. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 200 km pro Stunde. Also kurz davor schon. 500 davor, aber. So, jetzt haben wir ihn und jetzt ist auch wieder Ruhe hier, bitte. So, jetzt fahren wir hier gleich mit 20 dann langsam mal rein. Wie weit hast du noch? Noch 400 Meter. Okay, jetzt geht's nicht. Jetzt ja! 30 und 130 bei mir. Ja, okay, du wirst ein bisschen früher da sein. Ja. Ich bin schneller reingefahren. Ja, ich habe gerade mit I so ein bisschen gebremst, weil ich Panik hatte. Verstehe ich. Ich gebe gerade noch ein bisschen Gas, weil mit unter 15 muss ich auch nicht fahren. Ich gehe mal auf 25, weil sonst schleiche ich hier gleich. Jetzt fahre ich gleich rückwärts. Jetzt die SIFA für diese Runde. Türen geöffnet. Und da stehe ich. Ich noch nicht ganz. Ich habe gerade dasselbe Phänomen wie. Hauptschalter der Michaela, wie sie es dir geschildert hat. Hä, was? Ich habe die AfB auf 1, um 1 runtergerödelt, also von 25 auf 20. Ja. Und er hat mich auf 0 runtergebremst. Sehr spannend. Und die AfB steht auf 20.
Die AfB ist aus. Du die abgedreht? Nee, er hat sie ja beim Bremsen abgedreht. Ich kann dir gleich sagen, wo so steht, wenn ich stehe. Stromabnehmer gesenkt. Irgendwie. Batterie deaktiviert. Sehr spannend. Federspeicher angelegt. Sie steht auf 17 Uhr 52, 36. 20. Ah ja. 80. Ich stehe. Sehr spannend. Der muss ich mir mal anschauen. Und zwar korrekt. Mhm. Ja, jedenfalls. Wir sind beide angekommen. Mein Zug ist sogar schon abgerüstet. Toll. Bei mir steigen gerade noch Leute ein. Ja, weil ja das Ziel erst später ist von dem Zuglauf. Wir haben ihn ja nur vom Städten eingestellt. Meiner ist jetzt auch abgerüstet. Ja. Oh Gott. Ja, es hat Spaß gemacht. Was ist denn dein Score? 38. Meine ist 80. Gott. Ich weiß nicht, wo er die 5 Punkte angebaut hat bei jeder Station. I don't know. Ich schaue mir gleich meinen Driver Report an, wo das Problem liegt. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch mehr Spaß gemacht beim Zugehören als mir beim Fahren. Wahrscheinlich. Es und, war witzig. Ja, schaut dann, euch beide ja, Videos an, wir verlinken sie wieder gegenseitig und wir hoffen, genau, wir sehen euch demnächst. Definitiv, macht's gut. Tschüss.